wie ein Riesenspeicher, den man füttern muss. Doch was muss das nur so merken? Wann ist ja mal Schluss? Ich möchte lieber surfen, geh mit meiner Maus bei mir zu Hause in meine Welt durchs Internet. Ach, Leute, keine Panik, ich check die Lage wie der Captain der Titanic. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kings von morgen. Erstmal kommt diese Müsli-Tante hier weg. Und wen willst du damit erschrecken? Was macht denn der Felix hier bei Anne Claire? Hatten wir nicht Susanne für sie ausgesucht? David und ich, wir sind jetzt zusammen. Wie bitte? Wir waren zusammen. Waren? Weil ich auf Mallorca Sue kennengelernt habe. Bist du nun mit dieser Sarah da zusammen oder nicht? Sarah und ich sind gute Kumpel. Was sind wir? Dr. Stolberg hat gesagt, dass Joanna zu Tessa aufs Zimmer soll. Zu Tessa? Ich dachte, da soll Charlotte einziehen. Das ist mein Bett. Bist du dir sicher, dass du nicht im falschen Zimmer bist? Tessa wäre doch genau die Richtige, um Joanna in das Internatsleben einzuführen. Deswegen muss Charlie doch nicht gleich ausziehen. Langsam. Charlie zieht hier nicht aus. Charlie zieht hier nur nicht ein. Sag mal, Joanna, würdest du dir was ausmachen, wenn du uns für ein paar Minuten alleine lassen würdest? Sag mal, spinnst du, Charlie? Du kannst dir doch nicht einfach... Anstelle deines Vaters hätte ich mich ja sofort ins Flugzeug gesetzt. Also so dramatisch war der Asthma-Anfall nur auch wieder nicht, ne? Das habe ich meinem Vater auch gesagt. Aber er will trotzdem jeden Tag anrufen. Das war doch nicht das erste Mal, dass du solche Probleme hattest. Nein, aber das letzte Mal liegt mehr als 5 Jahre zurück. Aber das hast du dem Notarzt dir gestern Abend gar nicht erzählt. Hätte ich das tun müssen? Das wäre vielleicht besser gewesen. Und wie war das damals mit dem Asthma? Schlimm. Ich habe sogar ein Jahr in der Schule verpasst, weil meine Eltern mich auf Kur in die Berge geschickt haben. Sag mal, ich finde, das hätte Richard uns sagen müssen. Aber der dachte doch auch, das kommt nie wieder. Der Notarzt meint, das sei eine unglückliche Verkettung mehrerer Faktoren. Die lange Reise im Flugzeug, der Klimawechsel, die neue Umgebung. Ja, und dann noch das verlorene Gepäck. Ja, und mit dem Mädchen aus deinem Zimmer gab es, glaube ich, auch ein bisschen Stress, oder? Ja, warum das denn? Ich glaube, wir sollten uns da lieber nicht einmischen, Claudia. Übrigens, dein Koffer ist wieder aufgetaucht. Wirklich? Ja, die Gepäckvermittlung hat angerufen. Ich hole ihn nachher ab. Was ist? Wollen wir? Mhm. Wir wollen nicht, wir müssen. Na ja. Hier. Davon kaufst du dir was Hübsches zum Anziehen, ja? Danke. Okay, und wenn du noch was brauchst, du weißt ja, wie du uns erreichst. Ja, tschüss. Wir sind dann direkt für dich da. Bye, bye. Tschüss. Mach dir mal keine Sorgen. Hier auf Schloss Einstein haben wir schon ganz andere Sachen überlebt. Ey, es ist schon 5 nach. Wo bleiben die denn? Wahrscheinlich sind alle krank geworden. Ja, du, mein Lieber. Oder wie der Lateiner zu sagen pflegt, rare humanum est studiosus Benjaminus. Was soll das denn? Unterrichten die jetzt in Kleider? Ja, wir haben doch wohl nicht vergessen, dass wir heute unser großes römisches Wagenrennen haben, Mann Claire. Dafür haben wir uns sorgfältig vorbereitet. Und die neue Sechste ist dazu auserwählt, daran teilnehmen zu dürfen. Kommen da richtige Pferde hierher? Lass dich überraschen. Bevor wir die neuen Patenschaften verabreden, möchte ich euch noch mitteilen, dass Romeo Gürtler uns verlassen hat. Oh Mann. Was ist denn mit ihm? Na ja, sein größter Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Er ist jetzt auf einer Zauberschule. Hoffentlich verzaubert er sich da nicht mehr. Und damit übergebe ich das Wort an den Klassenlehrer unserer neuen Sechsten. Bitte, Magister Fabianus. Ave, oder wie man sagt. Erstmal freue ich mich auf ein gemeinsames neues Schuljahr und damit in medias res. Also, los geht's. Emma. Deine Patin ist Manuela. Tinka. Tinkas Patin ist Silvia. Jan. Dein Pate ist Friedrich. Emily übernimmt die Patenschaft für Annika. Und Anne-Claire für Susanne. Wie bitte? Steht das da wirklich? Tja, soweit meine Augengläser mich nicht täuschen, ja. Aber da kann was nicht stimmen. Was kann denn da nicht stimmen? Ja, Sie müssen da irgendwas getauscht haben. Nicht, dass ich wüsste. Ganz im Gegenteil, das haben wir sogar
einstimmig im Kollegium beschlossen. Na, wenn das so ist, übernehme ich natürlich gern die Patenschaft von Susanne. Aber ich möchte gern jemand anderen als Paten haben. Geht das? Kinder, Kinder, jedes Jahr dasselbe. Nein, das geht nicht. Auf Schloss Einstein werden die Patenschaften grundsätzlich nicht diskutiert. Und jetzt fahren Sie fort, Magister Fabianus. Mann, so wie der Stundenplan aussieht, haben wir in diesem Jahr wirklich keinen freien Nachmittag. Ja, echt, seit Pisa drehen die wirklich alle durch in der Schule. Möchte echt mal wissen, wer das wieder ausgelegt hat. Bestimmt die Schulze. Mann, oh Mann, echt voll der Hammer. Ja, fast so krass wie die Nummer, die du gestern abgezogen hast. Welche Nummer? Na, die mit Sarah. Was hättest du denn an meiner Stelle getan? Ich? Keine Ahnung. Ich war noch nie in dieser Situation. Na, aber hast du nicht gesehen, wie fertig die heute in der Schule war? Soll ich deswegen trotzdem wieder mit ihr gehen? Ich weiß nicht, was du hast. Sarah ist doch völlig okay. Habe ich was anderes gesagt? Na, was hat diese Sue eigentlich, was Sarah nicht hat? Bist du blind? Nein, erklär's mir doch einfach mal. Da gibt's nichts zu erklären. Ich find Sue eben besser. Na, und was, wenn durch diese blöde Geschichte unsere Clique auseinanderbricht? Quatsch. Sarah kriegt sich schon wieder ein. Naja, willst du es dir nicht nochmal überlegen? Ich meine, Sarah ist doch echt ein cooler Kumpel. Du sagst es, und genau das ist der Unterschied. Come in. Hallo. Wir wollten mal fragen, wie es dir geht. Danke. Ist wieder alles okay? Ja. Und wann kommst du wieder ins Zimmer zurück? Willst du das wirklich wissen? Hör mal, tut mir leid mit gestern Abend. War nicht so gemeint. Wieso entschuldigt ihr euch eigentlich? Ihr könnt doch miteinander reden, wie ihr wollt. Wir haben wirklich nichts gegen dich. Und warum bist du dann sauer auf mich? Nein, ich bin nicht sauer auf dich. Aber wenn du nicht gekommen wärst... Komm, Charlie, lass das. Hör mal, Joanna... Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich jetzt gerne wieder alleine sein. Aber du hast doch mitbekommen, dass es uns leid tut. Ja, muss es aber nicht. Und dir geht es wirklich wieder richtig gut? Ja, mir geht es wunderbar. Ihr müsst euch keine Sorgen um mich machen. Komm, Charlie, ich glaube, wir lassen Joanna jetzt wirklich besser alleine. So, das Wichtigste zuerst. Auch im alten Rom gilt, fair fährt vor. Die Renndistanz beträgt 60 Fuß. Sieger ist, wer als erstes die Ziellinie überquert. Und wer fährt gegen wen? Sehr gute Frage. Auf Bahn 1, die Magistermannschaft unter Leitung des Kollegen Lupulos. Die Herausforderer auf Bahn 2 kommen aus der 6. Klasse. Ich brauche 5 Freiwillige. Wo sind nun die Pferde und Wagen? Darüber reden wir gleich. 5 Freiwillige. Na, wer macht mit? 1, 2, 3. Wer noch? Okay, ich auch. Jan, 4. Ich brauche noch eine oder einen. Susanne? Also was ist mit gut, dir? Wenn sich kein anderer findet. Um das Geheimnis nun endlich aufzuklären, Pferde und Wagen. Seid ihr. Wie soll denn das gehen? Habt ihr vielleicht selbst eine Idee? Keine Ahnung. Wartet mal. Ich glaube, ich weiß, wie das gehen könnte. Da bin ich aber gespannt. Also, ihr beiden seid die Pferde. Jan und Felix die beiden Wagenteile. So, jetzt macht mal eine Schubkarre. Was denn für eine Schubkarre? Na so. Und jetzt nimmt Jan oder Felix eure Füße. Da mache ich mir ja die Hände schmutzig. Falls du noch nie davon gehört hast, die kann man wieder waschen. Und jetzt? Und jetzt setzt sich Kai bei euch auf die Schultern. Du hast ja wohl eine Macke. Dankeschön, Emma. Sehr hübsche Idee. Aber ich glaube, das Beste ist, die Magistermannschaft führt euch mal vor, wie man einen römischen Rennwagen so richtig aufbaut. Herr Wagenlenker, darf ich bitten? So. Die Damen Pferde und die Herren Wagenteile bitte hinter der Startlinie aufgestellt. Dieser Affmarsch, ich könnte ihn umbringen. Ich hasse ihn. Mensch, Sarah, jetzt hör doch mal auf. Das bringt doch nichts. Oh, und wie das was bringt. Ach, Sarah, mach dich doch nicht so verrückt wegen dieses blöden Davids. Er ist nicht blöd, er ist einfach nur gemein. Und deswegen machst du all deine Fotos kaputt? Ich könnte ihn in der Luft zerreißen. Verdammt, was hat diese Susanne bloß, was ich nicht habe? Fragst du dich das wirklich? Vielleicht bin ich ja einfach selber schuld. Ach,
Erzähl doch nicht so einen Quatsch. Du bist doch nicht schuld, wenn der sich in eine andere verknallt. Aber guck doch mal, ich liebe ihn. Steigerst du dich da nicht in etwas rein? Vielleicht habe ich mich zu wenig hineingesteigert. Wie meinst du denn das? Er wollte die ganze Zeit mehr. Aber du nicht. Nein. Aber das ist doch okay. Nichts ist okay. Pass auf, wenn er das nicht akzeptieren kann, hat er dich überhaupt nicht verdient. Du redest schon wie meine Mutter. Verdammt, 2 Wochen gibt er mir das Gefühl, als wäre ich die Einzige für ihn. Und jetzt das. Meinst du wirklich, diese Susanne hat ihn rangelassen? Woher soll ich denn das wissen? Aber irgendwas muss sie ja haben, was ich nicht habe. Soll ich dir mal was sagen? Schieß diesen Zwerg in den Wind und heb dir den Rest der Fotos für den nächsten Lover auf. Du verstehst mich überhaupt nicht. Jetzt die beiden Wagenteile bitte hierhin und hierhin. Aber nicht wieder kitzeln. Nein, nein, ich halte die Hände ganz still. So, Ruhe bitte. Ich steige jetzt auf. Wird's gehen? Herr Kollege, wenn Sie mir bitte mal als Steigbügel dienen würden. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, an Ihrer Stelle würde ich auf den Knien bleiben. Ja, vielen Dank für den Tipp, aber ich glaube, ich kann dieses Gespann auch im Stehen dirigieren. Bitte, bitte, wie Sie wollen. Aua, Sie kneifen! Noch ein Wort und ich hole meine Peitsche raus. Ah, also, da hört sich doch wohl alles auf. Wenn Sie jetzt Cäsar spielen wollen, bitte sehr, aber ohne mich. Ja! Noch Fragen? Wie ich sehe, ist das nicht der Fall. Kleine Pause, wir treffen uns in 5 Minuten am Start. Ah, Nadja, kann ich mal einen Augenblick mit dir sprechen? Klar, worum geht's? Ich wollte dir sagen, dass ich mich jetzt entschlossen habe, jeden Tag aufzuräumen. Hey, das ist echt eine Überraschung. Das war's, was du mir sagen wolltest? Nicht ganz. Können wir aus unserer Hütte nicht ein Dreierzimmer machen? Oh, toller Vorschlag. Heißt das, wir dürfen? Das heißt, auch wenn du ab heute jeden Tag aufräumst, das mit dem Dreierzimmer wird leider nichts. Und warum nicht? Weil wir Herrn Pasulke versprochen haben, dass wir dieses Schuljahr nicht schon wieder alles umbauen. Aber das können wir doch machen. Ihr wollt ein neues Bett bauen und die Möbel hin und her rücken und die Wände neu streichen? Und was ist, wenn ich mit Herrn Pasulke rede? Genau das möchte ich nicht. Aber das ist gemein. Die Jungs haben sogar ein Viererzimmer. Ja, und solche Extrawürste wird es in Zukunft auch nicht mehr geben. Und was ist, wenn wir tauschen? Mit den Jungen. Nein, mit Manuela, AC und Emily. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die drei euretwegen auseinanderziehen. Ja, warum denn nicht? Also, du hast nichts dagegen, wenn ich mal mit ihnen drüber rede? Bitte? Wenn die drei freiwillig ihr Zimmer an euch abtreten? Mir soll's recht sein. Alles klar? Auf die Plätze! Augenblick mal, um was geht's bei dem Rennen eigentlich? Na, um Ruhm und Ehre selbstverständlich. Was hast du denn gedacht? Ist das nicht ein bisschen wenig? Nein, es ist nicht zu wenig. Außerdem hat unser Gegner doch eh keine Chance. Das werden wir ja sehen. Ja, und wie wir das sehen werden. Veni, vidi, vici. Ich kam, sah und siegte. So können wir jetzt. Und was ist, wenn wir gewinnen? In diesem außergewöhnlichen Fall würde ich vorschlagen, dass der Verlierer dem Sieger 1 Jahr lang die Schuhe putzt. Sie sind völlig ganz bei Sinn, Herr Wolfert. Ach, keine Angst, dieser Fall wird doch sowieso nicht eintreten. Wie wär's, wenn der Sieger 1 Jahr lang keine Klassenarbeiten schreiben muss? Und das gilt natürlich auch für die Paten. Aber das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Gut, Vorschlag zur Güte. Der Verlierer wird dem Sieger als Sklaven beim Abendbrot bedienen. Ja, das halte ich jetzt aber auch für keine gute Idee. Also ich auch nicht. Ruhe jetzt. Die Verantwortung für das Gespann liegt einzig und allein beim Wagenlenker. Und der bin ich und ich stimme diesem Vorschlag zu. Das finde ich ja großartig, Herr Dr. Wolfert, dass Sie Ihrem eigenen Vorschlag zustimmen. Wie sieht es bei euch aus? Pferde und Wagen einverstanden? Jo, jo. Ja. Okay, wir freuen uns schon auf heute Abend. Auf die Plätze! Halt, Augenblick noch! Oh. Also mit diesen spitzen Knien im Rücken gehe ich keinen Zentimeter weiter. Oh. Was denn für spitze Knie? Ich habe spitze Knie, das hat mir doch noch niemand gesagt. Ja, dann bin ich eben der Erste. Also entweder Sie besorgen sich ein paar Kissen oder das Rennen ist hiermit beendet. Aber dann mache ich mir ja meine Hände ganz schmutzig. Diese Hippie-Tanz ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Also ich finde, irgendwie passt die zu dir. Wie bitte? Was soll das denn heißen?
Na, du würdest doch auch dir nie freiwillig die Hände schmutzig machen, oder? Noch ein Wort und du kannst deine Cola alleine trinken. Hi, ihr beiden seht ja scharf aus. Das ist übrigens Joanna, unsere neue Austauschschülerin. Hi. Hallo, und du kommst direkt aus New York? Ja. Muss ja irre sein, da zu leben. Wie man's nimmt. Also, du musst uns unbedingt mehr davon erzählen. Was wollt ihr denn wissen? Na, alles. Aber nicht jetzt. Wir müssen wieder raus zu diesem römischen Wagen rennen. Einen Augenblick noch. Wir haben ein kleines Problem und ihr könntet uns vielleicht helfen, das zu lösen. Aha, und um was geht's? Um euer Zimmer. Hä? Was habt ihr denn für ein Problem mit unserem Zimmer? Wir würden gerne tauschen. Wer will mit wem tauschen? Joanna, Charlie und ich würden gerne in euer Dreierzimmer ziehen. Ihr habt sie ja wohl nicht mehr alle. Oh, wieso? Ihr seid schon 3 Jahre drin. Jetzt können auch mal andere rein. Das kommt überhaupt nicht in die Tüte. Also wenn ich eins hasse, dann ist es umziehen. Ihr könnt uns ruhig ein bisschen entgegenkommen. Joanna hat nämlich Asthma. Könntest du bitte mal damit aufhören? Mein Asthma geht nur mich was an. Und sonst niemanden. Verstanden? Joanna, warte doch! Hi. Hast du meine SMS nicht bekommen? Doch, aber ging wie früher. Wir sind gerade beim römischen Wagenrennen. Steht dir die Toga? Lass kurz, ich muss gleich wieder rein. Ich hab dir was mitgebracht. Danke. Du, hör mal, die Nummer gestern bei Pino fand ich überhaupt nicht komisch. Tut mir leid, dumm gelaufen. Was heißt hier dumm gelaufen? Das mit dem Kumpel glaubst du ja wohl selber nicht. So wie Sarah reagiert hat. Okay, wir waren mal zusammen, aber es war vor deiner Zeit. Scheint Sarah aber ganz anders zu sehen. Ach Quatsch, das war doch nur Show von ihr. Show oder nicht Show. Ich habe keinen Bock, die Nächste zu sein, die von dir auf diese Weise abserviert wird. Ich kann dir das aber wirklich erklären. Vergiss es, für mich bist du gestorben. Hallo Sue, kommst du? Wir wollen gleich mit dem Rennen starten. Augenblick noch, bin sofort da. Worauf wartest du noch? Danke nochmal für Mallorca. Mach's gut. Weg. Meine Lieblingshose, meine CDs, sogar mein Kuscheltiger. Wart's doch mal ab. Vielleicht tauchen die Sachen ja noch mal auf. Das glaubst du doch nicht wirklich. Ehrlich gesagt, nein. Aber das meiste lässt sich ersetzen. Ich will aber nichts ersetzen. Ich will meine Sachen wieder haben. Ich kann dich ja verstehen. Wär ich doch bloß nie hierher geflogen. Hey, komm, beruhig dich doch. Deine Gastmutter geht mit dir bestimmt ein paar hübsche neue Sachen kaufen. Und was ist mit meinem Kuscheltiger? Hallo? Hi, Dad. Ja, mir geht's gut. Nein, nein, mit dem Asthma ist alles in Ordnung. Ich schaue später noch mal vorbei. Nein, du störst nicht. Das war nur die Erzieherin. Was soll mit meiner Stimme sein? Ich habe gerade ein bisschen geschlafen. Ja, hier ist Vormittag, aber ich bin immer noch so schrecklich müde. Ja, das Jetlag. Nein, hier sind alle sehr, sehr nett. So, jetzt gibt es aber kein Zurück mehr. Möge der Bessere gewinnen. 3, 2, 1, ab! Los, vorwärts. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Stopp, anhalten. Und jetzt alle zugleich. Wir fangen mit rechts an. Rechts, links, rechts. Felix, rechts habe ich gesagt. Du machst schon, ihr lahmen Enten. Los, schneller. Au, immer aufs Schlimme. Schneller, habe ich gesagt. Es geht nicht schneller. Das ist kein Problem. Aber es muss. Es muss. Oder wollen Sie freiwillig als Sklaven enden? Applaus für den zweiten Sieger. Das ist ja wohl nicht zu fassen. Das grenzt ja an Streik, was Sie da abgeliefert haben. Das grenzt nicht nur daran, das war einer. Wie wollen Sie damit sagen, Sie haben sich gar nicht wehgetan? Doch, schon, vor 14 Tagen im Bayerischen Wald. Ja, das ist ja unglaublich. Ja, sagen Sie mal, wollen Sie, dass wir freiwillig die Sklavendienste übernehmen?
Wieso denn wir? Ja, richtig, wieso wir? Also dieser Fragestellung schließe ich mich an. Schließlich haben Sie selbst doch betont, dass die Verantwortung für das Gespann einzig und allein beim Wagenlenker liegt. Ja, und wer allein die Verantwortung hat, der trägt auch die Folgen allein. Ja, aber das ist doch Ihr persönlicher Wunsch. Oder habe ich das geträumt? Wir freuen uns schon aufs Abendbrot, Herr Dr. Wolfert. Was ist eigentlich mit der Kette, die an der Rose hing? Die habe ich da gelassen. Ehrlich? An deiner Stelle würde ich mir die aber zurückholen. Du bist aber nicht an meiner Stelle. Okay, Mr. Oberkul, dann eben nicht. Ich laufe doch nicht nach. Gib's zu, am liebsten würdest du das tun. Okay, okay. Aber bei Sue würde das überhaupt nichts bringen. Entweder sie kommt so zurück, oder ich kann die ganze Sache knicken. Wie die Rose. Haha, sehr witzig. Nein, im Ernst, vielleicht hättest du es lieber mit Gänseblümchen probieren sollen. Wer dich als Freund hat, braucht echt keine Feinde mehr. Soll ich dir mal was sagen? Sarah ist einfach die bessere Frau. Mann, dann geh du doch mit ihr. Ich glaube nicht, dass ich der Typ ihrer Träume bin. Und, was ist? Weißt du, von wem die ist? Von Susanne? Nee, von Sarah. Sie will sich mit mir treffen. Ehrlich? Ja. Weißt du, was ich mich langsam frage? Was denn? Was hast du eigentlich, was ich nicht habe? Sklave! Bitte noch etwas Gänsewein. Sehr wohl, kommt sofort. Für mich bitte auch. Einen Augenblick, bin schon unterwegs. Bei uns ist das Brot alle. Kommt sofort. Weintrauben brauchen wir auch noch. Weiß oder blau? Halbe, halbe. Sehr wohl, halbe, halbe. Meinen Sie nicht, wir sollten unserem Wolfert ein bisschen helfen? Sie wollen doch nicht unseren großartigen Wagenlenker beleidigen. Wettschulden sind Ehrenschulden. Wisst ihr, was man früher im alten Rom mit Sklaven gemacht hat, die nicht schnell genug zurück waren? Keine Ahnung, Herr Professor. Einen Kopf kürzer. Und hier ist der Gänsewein. Bitte sehr. Für wen waren die Weintrauben? Hier, für mich. Ah ja, halb und halb, sehr Danke. Wohl. Ist das Brot? Ich brauche dringend und unbedingt eine neue servierte Sklave. Ja, sehr wohl, eine neue Serviette. Wie wäre es, wenn wir unseren Sklaven ein wenig zu unserer Belustigung beitragen lassen? Oh ja, wisst ihr was? Wir lassen ihn was vorsingen. Und was? Ich hätte da eine Idee. Bitte, bitte, wir hören. In the town where I was born lived a man who sailed to sea. And he told us from his life in the year. Kommen Sie, Frau Kollegin, geben Sie sich einen Ruck. We all live in the yellow submarine. Yellow submarine, yellow submarine. Du, Joanna. Charlie und ich waren gerade noch mal bei Nadia. Das mit dem Tausch klappt nicht. Hey, Joanna, Charlie redet mit dir. Bitte. Ich verzichte. Du kannst das Bett behalten. Wie bitte? Ich kann das Bett behalten, das mir gehört? Komm, du reg dich nicht so auf. Das war nett gemeint. Ich habe keinen Bock mehr auf euer blödes Mitleid. Kann es sein, dass alles falsch ist, bloß weil wir es machen? You can take your bed and stick it up your ass. Hä? Was heißt das denn jetzt? Das heißt, dass ich dieses blöde Bett nicht mehr brauche. Ich fliege ab. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Und zwar so schnell wie möglich. Hi, schön, dass du gekommen bist. Also, wenn du es unbedingt hören willst, es tut mir leid wegen gestern. Schon gut. Nee, ich hab da einen Fehler gemacht. Vergiss es. Es war halt eine verdammt blöde Situation für dich, plötzlich zwischen uns beiden zu sitzen. Stimmt. Aber das ist doch nicht der Grund, warum du mich herbestellt hast, oder? Nee. Du, David, ich musste mal was sagen. Bitte, ich höre. Verdammt, jetzt mach's mir doch nicht so schwer. Du hast mich doch am vorletzten Abend im Zeltlager was gefragt. Und du meinst, als wir oben in der Düne lagen und du weggerannt bist? Ja, also, wenn dir so viel daran liegt, dann... Was denn?
Also dann machen wir's. Alles ist relativ normal. Alles wird gut, also macht euch keine Sorgen, denn wir sind die Kicks von morgen.